Was wollen Sie unternehmen? Ich habe den Mossad kontaktiert. Aber die verlangen eine zweite unabhängige Quelle, die Eichmann in Argentinien bestätigt, bevor sie eine Operation starten. Kennen Sie den Weg? Ein rechtes Propagandablatt aus Buenos Aires, Argentinien. Ich möchte, dass Sie herausfinden, ob sich hinter diesem Namen in Wahrheit Adolf Eichmann verbirgt. Was würde der Mossad tun, wenn wir eine zweite Quelle finden? Eichmann entführen und vor ein Gericht stellen, glaube ich. Was denken Sie? Ich denke, wir beginnen Landesverrat. Der Bundesnachrichtendienst ist unsere Exekutive. Glauben Sie wirklich, der BND wüsste nicht, wo sich diese Leute verstecken? Und das CIA weiß es vermutlich auch. Die würden Eichmann höchstens warnen. Da bin ich mir nicht so sicher. Selbst wenn der BND zu weiten Teilen aus ehemaligen Nazis besteht, so müssen sie sich doch der Politik Adenauers beugen. Und Adenauer will die Aussöhnung mit Israel. Vielleicht käme ihm ein aufsehenerregender Prozess gegen einen Kriegsverbrecher wie Eichmann ganz recht. Meinen Sie das ernst? Eichmann würde in einem solchen Prozess unzählige Namen im Zusammenhang mit der Endlösung nennen. Vielleicht sogar den von Staatssekretär Hans Globke. Adenauer will vielleicht das Bild der Deutschen gerade rücken, aber dafür gibt er nicht seine rechte Hand. Globke kontrolliert das Kanzleramt, BND, den Verfassungsschutz und die CDU. Auf jeden Fall würde sein Name in Zusammenhang mit den Deportationen genannt werden, schon allein wegen seinem juristischen Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen. Globke hat sich schuldig gemacht. Und wenn Globke fällt, bedroht das die ganze Regierung Adenauer. Und wenn Adenauer ein Problem hat, dann haben die USA ein Problem. Niemand von Bonn bis Washington will Eichmann vor Gericht. Aber Landesverrat kann nicht die Lösung sein. Verdammt nochmal, Angermann. Wollen Sie Gerechtigkeit oder nur eine neue Küche? Wenn wir etwas für unser Land tun wollen, dann müssen wir es in diesem Fall verraten. Ich muss darüber nachdenken. Vergessen Sie es. Ich habe mich offensichtlich getäuscht. Gehen Sie nach Hause. Installieren Sie den neuen Ofen. Ich hoffe, Sie haben ein deutsches Produkt gekauft. Bei allem Respekt, Dr. Bauer, glauben Sie, Sie können mich mit dieser Polemik zu einem Landesverrat überreden? Sie klingen immer mehr wie der, den Ihre Gegner aus Ihnen machen wollen. Wie ein rachsüchtiger Mann. Oho, oho, tun sich keinen Zwang an, Sie meinen, wie ein rachsüchtiger Jude. Was erlauben Sie sich, Herr Mann? Ich erlaube mir, Ihnen ein Freund zu sein.